Dieses Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Pampers. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Ich sitze jetzt gerade im Auto, wie man unschwer erkennen kann, im Parkhaus. Und es hat jetzt, glaube ich, gefühlt 20 Minuten gedauert, bis ich endlich mal einen Parkplatz bekommen habe. Es scheint rappelvoll hier in der Innenstadt zu sein. Die erste Aufgabe heute nämlich ist, zur Krankenkasse zu gehen. Ich habe jetzt meine Unterlagen nämlich mit. Die brauchen die Einkommensteuererklärung vom Vorjahr. Und ich glaube, die machen um 12 ein Päuschen. Deswegen muss ich mich jetzt, wie sagt man so schön, hüten und werde das jetzt als allererstes erledigen. Ich nehme euch auf jeden Fall heute wieder mit durch unseren Alltag. Wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Übrigens muss ich mich nicht nur sputen, weil die vielleicht gleich Pause machen. Ich weiß das gar nicht ganz genau, sondern ich bin auch ohne Kids unterwegs. Ich habe Rosalie nämlich eben hingelegt, vorher noch gestillt. Und das sind ja schon ein paar Kilometer von zu Hause entfernt. Deswegen ist man ein bisschen unruhig, sage ich mal, als Mama. Ich meine, die Oma wuppt das schon, aber wenn es dann um den Hunger geht, da kann die liebe Omi ja dann auch nichts machen. Und deswegen möchte ich das jetzt schnell einmal hinter mich bringen. Oh, dezent Blaulicht. Genau. Und ich trage meinen neuen Mantel. Ich finde den so schön. Ich liebe den. Den haben Omi und ich uns zusammen gekauft. Das heißt, wir gehen jetzt in meinem Partnerlook. Vor allem das Inlay finde ich so schön mit dem karierten Muster. Das ist hier auch nochmal vertreten. Allgemein bin ich schon immer ein EDC-Fan gewesen. Und die Farbe mag ich sowieso gerne. Ich weiß nicht, warum das so ist, könnt ihr mir ja mal schreiben, aber ich hasse Fahrstühle, ne? Vor allem diese ganz klein eng. Das ist irgendwie nicht so meins. Hallo. Na, na, na. Sitz und bleib. Darauf wartet er immer, ne? Komm, nimm's unter den heute. Bitte schön, mein Schatz. Das war der erste Streich. Das ging wirklich reibungslos. Die Dame hat auch gerade Zeit, hat das fix kopiert und schwuppdiwupp war ich auch schon wieder draußen. Ich wollte eigentlich noch kurz zu Rossmann. Die Betonung liegt auf kurz. Ich glaube, jeder kennt das. Drogerie und kurz, das passt nicht ganz zusammen. Und dann war mir das doch zu heikel, weil die kleine Mama hatte mir geschrieben, dann doch schon länger wach war und Hunger und so weit entfernt, habe ich gedacht, mache ich das lieber nachher entspannt mit den Kids zusammen. Davon abgesehen muss ich sowieso jetzt gleich mal Mittagessen kochen. Ja, entspannt nachher mit denen zu Rossmann, das ist auch so eine Sache. Entspannt mit zwei Kindern und auch noch ein Baby in der Babyschale, was überhaupt kein Auto fahren mag. Das ist wirklich perfektes Timing, was ich angehen muss, damit sie dann auch schläft. Dann ist es auf jeden Fall entspannt. Ansonsten, ja, ist es eine Katastrophe, sage ich mal. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Aber das allererste, was ich immer mache, wenn ich nach Hause komme, Leute, Hände waschen. Ich habe so einen Drang, wenn ich draußen war, mir meine Hände zu waschen. Vor allem, wenn man 1000 Stifte angefasst hat, wenn man überall gewesen ist, Parkhausticket, Geld, dies, das, Ananas. Also, oh, das schüttelt es mich immer und das muss ich immer als allererstes, bevor ich irgendwas anderes mache. Und am allerliebsten benutze ich aktuell die Küchenseife von Isana mit Orangen- und Thymianduft. Die ist sogar antibakteriell. Hallo Sonnenscheinchen. Das ist ja gut, dass du jetzt kommst, wo sie einen Schluck gekriegt. War perfektes Timing, hm? Siehste? Oh Gott, bist du süß, mein Schnäuzchen. Du bist so in love, was Kalle angeht, ne? Hicks! Und unser großes Mäuschen ist hier richtig stylisch heute. Die hat nämlich von Oma letztes Wochenende diese Strähnchen hier bekommen. Dann noch mit ihrem Elsa-Zopf kombiniert. Richtig hübsch, mein kleiner Schatz. Oh, hast du lange Haare. Super. Ich meine, dass das Kleid so aussieht. Das ist die Farbe. Ja, dann würden ja aber auch die anderen besser passen, wenn das Kleid so dunkel ist. Welche anderen? Die anderen Schuhe. Jetzt müsste ich eigentlich da einmal hinfahren mit den Schuhen, ne? Und das daran halten. Wieso, wir haben doch nächste Woche Anprobe. Ja, aber wie lange? Das nach 7 Tagen muss man das ja schon. Wenn man es 7 Tage behält, dann muss man es bezahlen. Aber ich finde das mit dem anderen Schuh, das wäre auch mal was Besonderes, was anderes.
Mit dem spitzen Schild. Und der! Jetzt kein Pumps, nur die Dinger zur Hochzeit? Weiß ich nicht. Ich glaube, das kann auch süß aussehen. Und die Knete muss hier wieder rein, ne, Engel? Das trocknet die aus. Ja, die können das ja auch das ist, also, das ist das süßeste Spiel, was ich je gespielt habe. Was? Als Kinder, ja. Also was Niedliches, ne? Wir haben bestimmt schon 10 Mal gespielt. Ehrlich? Ja. Wenn ich noch öfter. 12 Mal. Also das ist so süß. Vielleicht gibt es das ja auch im Original. Vielleicht auch. Also so ein niedliches Spiel. Und die Karten, die musste man ja auch ausschneiden. Da muss man dann mit der Knete was machen. Mal in einen Pappbecher werfen, mal mit jonglieren. Und Mama, na, was noch, Schatz? Und das hier, leg mal vor. Zeig mal. Das. Huch, Nino Nilpferd ist zu ungeschickt. Er hat sich aus Versehen auf die Knete gesetzt. Mach auch du deine Knete so platt, wie du kannst. Wie bitte? Babyleinchen ist jetzt versorgt und schon wieder wild am Trainieren und Spielen. Und bevor ich mich jetzt an das Mittagessen mache, möchte Motti unbedingt mit mir ihr neues lustiges Zoo-Olympiade-Spiel spielen. Omi ist auch total begeistert. Die hat ihr nämlich, ich glaube am Wochenende waren die beiden unterwegs, Benjamin Blümchen-Zeitschrift gekauft. Die scheint es wohl einmal im Monat zu geben. Die ist ultra süß, da sind Geschichten drin, Rätsel drin, unter anderem auch dieses Spiel. Und da mussten die Karten hier auch noch ausschneiden und basteln. Mama? Na? Das hier ist der Anfang. Ja, du musst mir das mal erklären, aber lass uns mal an den Tisch setzen, mein Schatzi. Jonglieren. Also das steht ja auf den Karten drauf. Genau. Muss man die mischen? Nein. Du musst nur die Zahlen draufdrücken. Die brauchst du nicht mischen. Ach so. Und die Giraffe muss, weißt du ja, die muss man formen. Aus der Knete. Und wo ist die Knete, junges Fräulein? Hier drin. Ach so, okay. Ja, und der hier, warte mal, das... Wir können das doch, wenn ich drauf bin, kannst du es mir doch erzählen, Hähnchen. Ihr müsst nur hier drauf achten, ne? So ein Feld kommt hier zum Beispiel, dann darfst du gleich... Dann darf man zwei Felder vor. Achso, das ist ja süß. Einmal musst du ein Nickerchen machen. Musst du das auch auf Pappe geklebt werden? Ja, hab cool. Ich gemacht. Ja, Mann, hey, ich erkläre dir das doch. Achso, ich wollte Mama, mal gucken. Lass uns einfach anfangen. Mama, und wenn stopp ich... einmal, ich will dir noch was sagen. Die Schlange muss man so lang machen, wie man kann. Okay, wenn es soweit ist, kannst du mir das ja sagen, okay? So, ich fange an. Gut. Hallo, Dika. Hallo, Dika. Oh, das ist aber viel. Ja, das ist auch nicht besser. Was ist denn auf der Banane? Eine kleine Stärkung bringt dich nach vorn. Würfel. Oh, gleich nochmal. Das ist nur die Tüte, Calimero. Eine 5. Und jetzt? Was steht da jetzt? Nein, warte. Ich kenne das auswendig. Du brauchst Sie kennen das schon auswendig. Mama, du musst jetzt einen Ball formen und den da reinwerfen. Ist auch mit Geld, aber nur, glaube ich, mit einem Euro-Schein oder so. Süß, ne? Das ist echt süß. Das bestelle ich ihr. Ein Ball formen. So. Känguru-Gehege. Ob Kleinkänger es schafft, den Ball ins Tor zu werfen, Mama. Forme aus der Knete einen Ball und versuche, den Ball in einen Pappbecher springen zu lassen. Nicht werfen, springen. Wie das denn? Das ist bestimmt wie so ein Flummi. Tatsächlich, das haben wir gar nicht ausprobiert, ne? Ja, muss erst die Mutter nach Hause kommen, damit ihr wisst, wie das Spiel funktioniert. Aber ist ja gar kein Problem. Ne, da steht ja nicht werfen. Also, den Ball habe ich. Und Omas Brille ist futsch. Bei uns gibt es jetzt Mittagessen und zwar, wie soll es anders sein, die schnelle Nummer bei uns, unsere heißgeliebte Tomatensauce. Und als Nudelis haben wir heute mal Schmetterlingsnudeln. Das sind die von Barilla. Und Hähnchen hat natürlich, weil sie so gerne mag, eine extra Portion Soße. Die isst mehr Soße mit Nudeln anstatt umgedrehte Hase. In diesem Sinne, piep, piep, piep. Guten Appetit. Und was hat Mama noch oben drauf? Weißt du, wie das Parmesan heißt? Parmesan. Und guck mal, genau. Kann es alleine rühren. Ja, du bist ja auch schon eine große Maus, ne? Und Rosalie? Kleine Maus. Und hältst das jetzt noch ein bisschen aus. Dann bist du dran. Okay? Okay? Die haben wir zu gekauft zum Weihnachten. Zu Weihnachten, genau. Guck mal, wie viel Schmuck Mama hat. Findest du, dass das viel ist, Engelchen? Ja. Was ich finde, ist auf jeden Fall, dass Mama das mal wieder aufräumen muss, ne? Ja. Das ist ja alles querbeet. Das muss ich übrigens auch noch machen für Rosalie, ne? Weißt du, was das ist, Hase? Als du ein Baby warst, hat Mama die Muttermilch genommen, weil Mama hat dich ja auch gestillt. Und dann habe ich das weggeschickt und daraus wurde dann eine Muttermilch
Kette nicht, aber ein Muttermilch-Armband gemacht. Das ist die Muttermilch, die du getrunken hast, mein Schatz. Oh, das muss ich mal umbinden. Natürlich. Oh. Wow. Das behalte ich gleich um. Ich weiß gerade gar nicht, was das ist. Ach so, vom MP3-Stick gehört hier zum Beispiel gar nicht rein. Aber allgemein muss ich meinen Kleiderschrank aufräumen. Das sieht aus, Leute. Alles reingestopft. Keine Ordnung mehr, kein System. Mami, was ist das für eine Kette, die lange? Die schöne? Ich mal umbinden. Na, Logo. Oh, die ist richtig lang. Meine kleine steile Maus. Die ist kalt. Ja, klappt noch nicht so ganz. Wir warten alle drauf, dass sie sich dreht. Sie ist schon fleißig immer dabei, aber der letzte Schwung fehlt. Da ist sie total das Gegenteil zu Motti, ne? Weißt du, wann du dich gedreht hast, als du ein Baby warst? Nein. Als du 3,5 Monate warst. Ich glaube, knapp eine Woche vorher schon. Da warst du echt fix. Aber jeder hat ja sein eigenes Tempo, ne? Und ich glaube, hier ist jemand jetzt Mütchen im Stübchen, hm? Du kleiner Stinkefuß. Käsefüße. Käsefüße. Was macht Mama gleich machen? Käsefüße. Ich muss gleich noch einkaufen zu Rossi. Wer braucht nämlich neue Pampis? Die Rosalie. Kannst du mir das Na klar. Guck mal her. Weil das sieht so goldelig aus. Wie sieht das aus? Goldelig. Goldelig? Ja. Oh, das kitzelt. Nee, mal überlegen. So. Ich will es nur einmal anprobieren und dann möchte ich es wieder. Ja, das weiß ich, mein Schatz. So, und dann musst du das hier rüber machen. Durch mein. Ulala, Signorina, schicki. Absolutely, das macht Spaß, ne? Mama Schmuckkasten ja, zu spielen. Mama. Wieder ab? Ja, wieder das ab. Ist zu eng. Alles klar, aber es passt dir, ne? Ja. Das ist natürlich auch. Aber das passt mir nicht, das ist ja dein. Ach so, das andere ist deins oder wie? Ja, jetzt ist es meins. Alles klar, so wird das hier geregelt. Das Wetter spielt heute auch total verrückt. Sonne, Regen, Sturm, warm, kalt, also das volle Programm. Deswegen bin ich jetzt dezent von der Sonne überbelichtet. Ich mache jetzt gerade ein Päuschen, das Baby schläft jetzt nämlich. Das heißt für mich, ich werde jetzt wieder die Gunst der Stunde nutzen und einmal lospirschen. Denn ich muss bei Rossmann noch 2, 3 Kleinigkeiten besorgen. Unter anderem, jetzt haben wir hier noch den Calimero, Pampers. Und haltet euch fest, man kann es kaum selber realisieren, aber unsere kleinste Maus ist tatsächlich schon 5 Monate Ende der Woche bei uns. Unglaublich, oder? Wo bleibt die Zeit? Und jetzt trägt sie Größe 4. Größe 4, Leute, das ist so heftig. Auf jeden Fall werde ich direkt wieder die neuen Pampers Baby Dry Windeln kaufen, denn ich habe ja vor knapp 2 Wochen, müsste das jetzt sein, ein Päckchen von Pampers bekommen, wo nämlich 2 dieser neuen Pampers Baby Dry Windeln drin waren. Einmal in Form der Höschenwindeln und einmal die normalen zum Zukleben. Und das haben wir jetzt ausgiebig getestet. Und für mich, und ich kann es wirklich beurteilen, denn ich wickel damit ja eben schon jetzt mittlerweile 5 Jahre, war das krönende i-Tüpfelchen, dass eben die Flexi-Seitenflügel noch breiter sind und dehnbarer. Und nicht nur die, sondern auch vorne die Frontlaschen. Und wer jetzt gar keine Ahnung hat, wovon ich spreche, ich werde jetzt einmal losdüsen, ich hole sie sowieso und dann zeige ich euch das mal im Vergleich. Das ist nämlich bombenmäßig überarbeitet worden, in meinen Augen. War ich nicht gerade noch von der Sonne überbelichtet? Das ist so heftig heute. Abgefahren, und ne? Es schneit sogar. Na, Hagel ist das. Ja, das findest du gut, ne? Aber einen Schneemann kann man da auch nicht draus bauen, Engel. Doch. Bist du süß? Guck mal nach draußen. Habe ich schon gezeigt, Schatz. Das ist ein Wetter, einfach nur ab auf die Couch einmuckeln und Tee trinken, ne? Ja, und der Folge gucken. Ja, natürlich. Das habe ich mir gedacht. Und am besten noch ein bisschen Schokolade dazu, ne? Ja. Dann wäre der Tag perfekt. Ja. Ich würde sagen, das machen wir nachher und auch. Und noch eine Runde Lebkuchen und heute nur den ganzen Tag gucken. Mit Süßigkeiten, alles. Ja, das ist wohl ein Kindertraum, ne? Bei denen kann man das richtig gut erkennen. Das ist noch die alte Variante. Und da ist jetzt dieser farbliche Generator. 4 Plus ist aber eine Nummer zu groß. Genau, die brauche ich jetzt für die kleine Rosalie. Der wird was fressen. Was erzählst du da? Er will
Das sieht schlimmer aus, als es ist. Ich kann es verantworten. Da wird ein Riss. Bist du da durchgeschüttelt? Wird ein Riss. Was auch immer du da sagst, aber es gefällt ihr. Da wird ein Riss. Wir sind aktuell nämlich gerade im Nähstübchen und haben einfach den alten Teppich von Motte hier unter den Tisch gehievt. Das war richtig schwer, weil da hat richtig Gewicht. Jetzt müssen wir den nur noch mal einmal richtig absaugen und sauber machen. Da ist sogar noch ein Pizzafleck. Am letzten Tag ist es passiert. Und dann ist er super schön, weil wir haben ja hier Laminat und dann ist es schön fußwarm, wenn wir dann hier am Basteln und Nähen oder was auch immer wir hier machen sind. Ne, Schätzelein? Und da haben die beiden sich das hier schön gemütlich gemacht. Hoppala. Ich wollte euch doch jetzt einmal zeigen, wovon ich vorhin gesprochen habe, was jetzt so genial ist. Auf jeden Fall sind das jetzt die breiteren Flexi-Seitenflügel. Und wer Pampers benutzt, sieht das schon mit bloßem Auge, wie weit ich das auseinanderziehen kann. Da, wo nicht der Kleber dran ist, wie bei den Seitenflügeln, das sind die vorderen Frontlaschen. Und die sind jetzt halt auch viel, viel breiter. Das Zusammenspiel von beidem dient natürlich dem besseren Auslaufschutz oder soll noch besser sein als vorher. Ich meine, ich bin schon immer mit Pampers zufrieden gewesen, aber ich muss wirklich sagen, beim Wickeln ist es viel, viel angenehmer, dadurch, dass es so elastisch ist, weil es halt auch nicht auf dem Bäuchlein so einschnürt. Und es ist in meinen Mama-Erfahrungsaugen auch ganz entscheidend, wie ich das Baby wickel. Und ganz oft hat mich das halt genervt, dass diese Frontlaschen eben zu kurz sind. Das heißt, ich musste das immer irgendwie richtig hinpopeln. Und jetzt ist das wirklich total einfach. Also ich bin durch die Bank weg begeistert. Wer will alles... Wer will alles ins Bettchen, wollte ich gerade fragen. Hand hoch, Freiwillige vor. Ah, doch so viele. Ich will nicht. Na, komisch. Oh, eine Freiwillige. Na, dann Abmarsch. Ja. Oh, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Er will mich kriegen. Alles klar. Was bist du denn heute? Ein kleiner Tiger. Ein kleiner Tiger ist auf der Pampi. Ein Tiger ist auf der Pampi. Bist du süß? Huch, ein Tiger haben wir hier. Bist du süß? Ein Tiger. Ist hier ein Tiger auf der Pampi? Ein Tiger ist deine Schwester. Ist du ein Tiger hier? Du kleine Maus? Mama, darf ich bitte hoch? Na klar. Ein Tiger haben wir hier. Et voilà, beide Kids im Schlafanzug. Jackpot. Das war aber knapp.